Tanzen auf Rollschuhen. Das nennt sich Jamskating und das ist heute unser Thema im Tigerhettenclub. Schön, dass ihr am Start seid. Nadja ist ein Jamskating-Profi. Nadja, was fasziniert dich so daran? Es ist einfach das Gefühl, was dabei rauskommt. Du bist mit deinen Freunden zusammen, rollst und hast einfach Spaß dabei. Und es sieht mega cool aus. Danke. Und das Tolle ist, ihr zu Hause könnt das auch. Nadja hat uns einen kleinen Jamskating-Workshop mitgebracht. Also Rollschuhe rausholen, mitmachen. Und natürlich gibt es auch unser Battle heute. Musch und ich treten an gegen zwei coole Geschwister. Gegen Nilay und Naila. Also ab geht's in die Spielearena. Tigerentenclub mit Günther Kastenfrosch, Club DJ Max. Und hier sind Mushta und Johannes. Hallöchen, Leute. Herzlich willkommen beim Tigerentenclub. Heute gibt es wieder ein spannendes Battle für euch. Schön, dass ihr am Start seid. Wir unterstützen natürlich auch heute wieder Projekte der SWR und SR Herzenssache. Und hier sind unsere Gegnerinnen heute. Hier sind für euch Naila und Nilay. Herzlich willkommen, Leute. Guten Tag, cool. Willkommen im Tigerentenclub. Die beiden sind ein echtes Power-Team und das können wir euch auch beweisen. Hallo, ich bin Nilay. Und ich bin Naila. Und zusammen wollen wir es heute Mushta und Johannes so richtig zeigen. Nilay und Naila sind viel draußen unterwegs, ob mit dem Fahrrad oder im Schnee. Auch Klavier ist eines ihrer Hobbys und Naila klettert gerne und Nilay liebt die Pferde. Macht euch auf was gefasst. Wir sind auch schon im Training. Okay. Alles klar, ihr seid gut vorbereitet. Da wird ein Workout gemacht. Es gibt zwei Menschen, die sind hier, um Daumen zu drücken. Sie wollen euch unterstützen. Sie sitzen hinten im VIP-Raum. Herzlich willkommen, die Eltern. Hallo. Hallo, hallo ihr beiden. Wie ist die Stimmung bei euch? Sehr gut, noch. Noch, okay. Ich hoffe, dass ich es nicht ändert, aber gut. Davon gehe ich aus. Warum treten wir beide heute gegen ihre Töchter an? Warum werden die uns platt machen? Warum? Weil sie wollten unbedingt hierher und jetzt hat es geklappt. Naila, Nilay, bevor es losgeht, wollen wir euch ein bisschen kennenlernen. Wir haben gesehen, ihr seid zwar echte Wirbelwinde, ja, aber wie ist das denn mit so zwei Schwestern? Ist da immer Friede, Freude, Eierkuchen, Nilay, oder kracht's da auch manchmal? Also, wir sind natürlich, wir halten immer zusammen. Manchmal kracht's mal, aber sonst sind wir immer ein Team. Naila, was würdest du denn sagen, was ist eure größte Gemeinsamkeit und worin unterscheidet ihr euch? Also zusammen wollen wir immer was machen, was uns richtig viel Spaß macht. Aber die eine will mal den einen Film gucken und die andere den anderen Film. Ah, okay. Und seid ihr Früh- oder Spätaufsteher? Naja, es geht. Am liebsten liegen bleiben wahrscheinlich. Ja. Ja, ist bei mir auch so. Wenn wir richtig informiert sind, Mushta und ich, dann seid ihr natürlich unterschiedlich, aber ihr habt denselben Berufswunsch. Nilay, welcher ist das denn? Also wir wollen beide Lehrerin werden, weil wir beide sehr gerne mit Kindern zusammenarbeiten wollen und denen was beibringen wollen. Und ihr steht beide auch auf dieselben Fächer, Naila? Also meine Lieblingsfächer sind Musik, Sport und Deutsch. Mathe klappt zwar gut, aber da mag ich die anderen Fächer mehr. Mathe klappt bei uns nicht so gut. Nee, leider nicht. Und ob wir sportlich sind, sehen wir gleich. Willkommen zum Team. Check. Wir spielen jetzt das Teufelsrad. Da geht es um die erste Notbremse, denn die brauchen wir heute im Finale auf der wilden Rodeo-Ente. Ihr schnappt euch gleich einen Indiaka und dann geht es durch diesen Hürdenlauf. Ja. Okay, der Schwebebalken gehört dazu. Oh. Natürlich nicht runterfallen, wenn es geht. Da hinten noch durchs Netz hindurch, so schnell wie möglich. Und anschließend auf das sich drehende Teufelsrad werfen. Ihr müsst natürlich auf den gelben Bereich treffen und wir auf den grünen. Das Spiel geht 60 Sekunden und am Ende zählen wir aus, wer mehr Indiaka getroffen hat. So, wir spielen das Ganze als Staffel. Naila und Johannes, nicht, sondern ich, legen los. Es geht los in 3, 2, 1, go! Auf geht's, Mushta! Naila, 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 und? Naila, Naila, ja. Naila. Oh, wir Naila, gehen in Führung. Ja, ja, ja. Check meinen Jack ab. Ich bleib hier im Hängen an diesem O. Du bist zu groß. Zu groß und ein bisschen zu schwer. Warte. Wollte ich nicht sagen. So, die Zeit läuft. 40 Sekunden. Wir liegen mit zwei vorne. Naila, Naila. Komm schon, Tigerenten. Naila. Ah, Konzentrier dich, Mushta. Oh, Mist. Was war? Scheiße.
Sorry. Das ist das falsche Feld. Ich weiß, war ein Versehen. Das ist das falsche Feld. Ja, tut mir leid. Wir haben die Spielregeln so gut erklärt. Wir müssen auf das Grüne, die Tiege enden, auf das... 15 Sekunden noch. Bitte lass die Requisiten stehen. Auf geht's. 10 Sekunden, komm schon. Noch. 4, 3, 2, 1, vorbei. Uiuiui, soll ich mal bei den Fröschen zählen? Komm, zähl mal aus. Okay, bei den Fröschen sind es 1, 2, 3, 4 getroffene. Bei den Tigerten 1, 2, 3, 4 unentschieden. Es gibt also 2 Notbremsen. Das war unser erstes Spiel, der Teamcheck. Nilay und Naila haben alles gegeben, gerade beim Teufelsrad. Wir haben ganz gut vorgelegt, aber die beiden haben nochmal nachgezogen. Am Ende haben wir 4 Indiakas von beiden Teams, also unentschieden 2 Notbremse. Bevor wir jetzt zum nächsten Spiel kommen, möchten wir noch einmal darüber sprechen, warum wir hier heute überhaupt kämpfen. Es geht ja um die gute Sache, nämlich um ein Kinderhilfsprojekt der Herzenssache von SWR und SR. Wenn es gut läuft, können wir 600 Euro spenden, wenn es nicht so gut läuft, 400 Euro. Wohin geht denn euer Geld, Tigerenten? Also wir spielen für das Projekt Mobile Wissenswerkstatt. Dort geht es um Kinder und Jugendlichen, die sich spielerisch mit den Themen Technik, Nachhaltigkeit und Umweltschutz auseinandersetzen können. Ein tolles Projekt bei den Tigerenten und Muschel und ich, wir haben uns auch ein tolles Projekt ausgesucht, der Herzenssache. Und zwar nennt sich das Mobiles Kinderatelier in Rheinland-Pfalz. Also völlig egal, ob auf dem Land oder in der Stadt, da gibt es diese rollende Kunstwerkstatt. Da können die Kids rein, können sich Pinsel schnappen, Farbe, können kreativ sein und sich einfach austoben. Wir wollen das Ganze unterstützen mit entweder 600 oder 400 Euro. Liegt natürlich daran, wie viele Notbremsen wir am Ende haben. Unter anderem geht es jetzt um eine beim Froschhüpfen. Quark. Und hier geht's um ein gutes Gedächtnis. Nilay, Naila, wer von euch wird antreten? Ich trete an. Du trittst an? Nilay tritt an. Okay, wie wollen wir es machen? Wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck machen? Alles klar. Schnick, Schnack, Schnuck. Alles klar. Du hast verloren, du darfst ja, ich darf. Du hast verloren, du musst spielen. So. Hallo. Hallo. Ihr zwei, macht euch bereit. Ihr seht gleich eine Hüpfreihenfolge, müsst sie anschließend nachhüpfen. In der ersten Runde sind das 3 Felder, in der zweiten 5. Und wenn ihr so weit kommt, dann habe ich noch mal 10 Felder für euch. Also, macht euch bereit. Hier kommt eure erste Hüpfreihenfolge. So, einmal in die Mitte stellen. Es geht los in 3, 2, 1. Go. Okay, das sah gut aus. Wir gucken mal bei Johannes, ob die Reihenfolge stimmt. Was? Ja, ich erklär's dir, du warst richtig, aber du bist einen Ticken zu spät gesprungen. Quatsch Man muss nicht. Wirklich auf den Ton Nein, hören. Quatsch nicht. Es ist so, tut mir leid. Zwei ich Richtige. Ich bin richtig gesprungen. Du bist richtig gesprungen, aber zu spät. Das sagt mir der Schiedsrichter Ach, aufs Ohr. Ach komm. Kann ich leider auch nichts machen. Nilay, wir schauen mal, wie es bei dir aussieht. Bei Nilay hat es gereicht von der Geschwindigkeit. Ich weiß, es ist ärgerlich, aber das Spiel ist vorbei. Diese Notbremse geht an die Tigerenten. Nilay, ich hab dich im Auge. Ich hab dich im Blick. Ziemlich ärgerlich. Ich war zu langsam. Nilay hat das besser gemacht und damit die verdiente Notbremse geholt. Er steht also 2:1 für die Tigerenten. Und das hier kennt ihr auf jeden Fall, also die hier unten, das sind Rollschuhe. Also auf den Rollschuhen zu fahren, ist die eine Sache. Aber es gibt Menschen, die können damit tanzen. Das Ganze nennt sich Jam Skating, Tanzen auf Rollschuhen. Und wer das richtig gut kann, ist Nadja. Tanzen auf Rollschuhen, das ist die große Leidenschaft von Nadja. Fast jede freie Minute verbringt sie damit. Selbstgedrehte Videos postet sie auf Online-Plattformen. So kann sie ihr Hobby mit anderen Jam-Skatern auf der ganzen Welt teilen. Wichtig dabei, immer wieder neue Locations und richtig coole Musik. Rollschuhlaufen boomt. Jede Menge Leute finden Gefallen daran und Nadja bringt ihnen bei, worauf es ankommt. Unsere Füße sind parallel. Da machen wir den Einfluss nach vorne und sind in 90 Grad zu der Position, in der wir vorher standen. Das Wichtigste dabei, Spaß haben. Jam Skating mit Nadja, unser Thema im Tigerentenclub.
Wir freuen uns, dass Nadja am Start ist bei uns. Schönen guten Morgen, Nadja. Jamskating, Tanzen auf Rollschuhen. Man sieht, es macht dir mega Spaß. Es sind viele Leute dazugekommen. Wie bist du denn zum Jamskating gekommen? Tatsächlich bin ich durch Umi Janta dazugekommen, aber nicht so, wie die meisten wahrscheinlich denken. Das war vor 4 Jahren ungefähr. Da hatte sie ihre Rollschuhe mit dabei, weil wir zusammen studiert hatten. Und ich habe sie mal ausprobiert und dann hat mich das Fieber gepackt. Muss man kurz erklären, Umi Janta ist eine Influencerin, auch mit fast 1 Million Follower. Und sie macht auch Jamskating. Mhm. Sehen wir übrigens gleich noch in der Sendung. Was fasziniert dich denn so am Tanzen auf Rollschuhen? Es bringt einfach Spaß und die Community ist so toll, weil jeder mit dabei ist. Also von jung bis alt, irgendwie von 5 Jahren oder 3 Jahren bis 60 Jahren ist irgendwie jeder dabei und das bringt Spaß. Das Coole ist, du unterrichtest Jamskating, aber bist auch für dich eine Künstlerin. Hast mitgemacht in verschiedenen Musikvideos von echt coolen Künstlern. Mhm. Und das wollen wir uns mal anschauen, wie Jamskating aussieht in coolen Musikvideos. Oh, a roller skate jam named Spaß. Sie hatte alle noch die Spaß. Was waren das für Musikvideoclips? Das ist einmal von Jan Delay und von Felix Jehn, Robin Schulz und Georgia Q. Wahnsinnig cool. Ja. Es ist auch so, dass das tatsächlich jeder lernen kann. Ja. Und jetzt gibt es einen kleinen Jamskating-Workshop. Also, wenn ihr zu Hause Rollschuhe habt, jetzt rausholen. Wir brauchen natürlich jemanden, der das sich auch ein bisschen anschauen möchte. Und zwar unsere Tiger-Etten-Club-Reporterin Philippa. Philippa, hallo. Hallo. Wie geht's dir? Gut, und euch? So, hast du irgendwelche Vorerfahrungen? Kannst du schon? Ich hatte mal Rollschuhe, aber ich habe das jetzt nicht so Jamskating gemacht. Okay, das ist ein bisschen her das letzte Mal. Aha. Also, du hast 2 Anfänger hier. Wie geht's denn los, Nadja? Also, die Grundposition ist die, dass wir immer in die Knie gehen. Die Hüfte ist so leicht nach vorne gebeugt und der Oberkörper ist relativ gerade. Und wir können erstmal, ihr könnt euch ja mal zu mir drehen und dann könnt ihr erstmal das Gewicht so von rechts nach links verlagern und immer einen Fuß nach vorne machen. Genau, einfach mal, um das Gleichgewicht so ein bisschen zu holen. Am besten kommst du ein bisschen weiter nach vorne, dass du da nicht gegen die Stange gehst. Also wichtig jetzt beim Jamskating ist es, die Balance zu halten. Was genau muss man noch können? Man muss die Balance halten, man muss das Gewicht immer mal wieder von rechts nach links verlagern. Ihr könnt auch mal versuchen, einen Fuß wirklich auf die Hacke zu machen. Und ganz oft ist es, dass wir das Gewicht von dem einen Fuß zum anderen verlagern. Und das andere ist, dass wir ab und zu mal auf die Hacke oder auch auf die Spitze gehen. Das können wir mal probieren, dass wir einmal den rechten Fuß nach vorne auf die Hacke machen. Genau. Dann den linken Fuß auf die Hacke. Jetzt den rechten Fuß auf die Spitze. Sehr gut. Den linken wieder auf die Hacke. Rechts auf die Hacke. Jetzt den linken Fuß auf die Spitze dahinter. Sehr gut. Wie fühlt sich das an, Philippa? Bisschen komisch, ein bisschen ungewohnt. Das geht. Genau, immer Schritt für Schritt. Braucht man eigentlich bei Jamskating, hilft es da, wenn man davor Inlineskating oder so gemacht hat? Oder? Es hilft etwas, aber Inlineskates sind schon anders als Rollschuhe. Bei den Inlineskates hast du ja eine Achse, da hast du ja diese gerade Linie mit den Rollen. Mhm. Und hier haben wir die 2 Achsen, dadurch können wir das leichter drehen hier. Ach so, okay, also bringt es nicht wirklich was? Doch, schon für das Gleichgewicht schon, aber es ist ein bisschen anders. Es ist ähnlich, aber anders. Können wir diese Übung einmal zum Rhythmus der Musik machen, damit man bei dir auch sieht, wie das aussehen kann, wenn es gut aussieht? Natürlich. Machen vorne, dann. Du musst uns ein paar Kommandos geben. Ein bisschen schnell. 5, 6, 7, 8. Dann, 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 dann. Und nicht vergessen, auch den Fuß nach hinten zu machen. So, wir üben noch ein bisschen weiter, das kann ein bisschen dauern. Genau. Aber wir werden weiter üben und werden besser werden. Und so lange geht es ab in die Spielearena. Ups. Wir kommen zum nächsten Spiel. Es geht um die nächste Notbremse. Das nennt sich Stifte fangen. Für uns tritt Muschte an und für euch wird Nyla am Start sein. Stimmt das? Ja. Okay, dann geht mal bitte zu euren Gläsern mit den Stiften. Ihr müsst jetzt Stifte auf die Handoberfläche legen, kurz warten, hochschnicken und fangen. Wir fangen mit einem Stift an, steigern uns immer wieder. 2, 3, 4, 5. Wer weiterkommt, gewinnt die Notbremse. Muschta muss vorlegen. Es geht los in 3, 2, 1, go. Zeit spielt keine Rolle. Konzentriert euch. Okay. Boah, bist du schnell, Nyla. Das ging richtig fix. Lasst euch Zeit. Habt ihr das überhaupt gesehen gerade? Wow. Lasst euch Zeit. Ja, lasst mir Zeit.
Boah. Naila macht da kurz einen Prozess, die fackelt mich. Vor allem ihr Blick dabei in meine Richtung macht mir ein bisschen Angst. Danke, das Lächeln hilft mir ein bisschen. Drei Stifte jetzt bei Muster. Ist gut. Ich spiele das gerade zum ersten Mal, Johannes. Lass dir Zeit, Konzentration. Ja. Das war gerade noch vom Boden hier. So, Naila, deine drei Stifte. Du hast so viel Zeit, wie du möchtest. Leg sie dir hin, wie du es für richtig empfindest. Nila hat gesagt, Naila hat zu Hause geübt, weiß also, wie sie die Stifte positionieren möchte und muss. Boah, Wahnsinn. Jetzt kommen wir langsam. Lässigkeit. Wir kommen in einen kritischen Bereich. Vier Stifte. Ja, Muster, Entschuldigung, ich habe das bei zwei Stiften gesehen. Okay. Ich kann das schaffen, ich kann das schaffen. Die müssen alle in einer Reihe liegen. Ich hab's gleich. Ah, Mist, zwei sind weggeflogen, aber, zwei sind noch da. Aber Naila muss erst ihre vier schaffen. Okay, gut, das hat sich jetzt auch erledigt. Das war unser Spiel, Stifte fangen. Vielen Dank, sehr. Und die Notbremse geht an die Tigerenten. Am Anfang beide noch gleich auf. Muster mit einem Stift, Naila mit einem. Am Ende bei vier Stiften, da fliegen zwei weg und Naila, zack, vier Stifte gefangen und Notbremse für Team Gelb. Naila und ich freuen uns auf die Auftritte beim Clubstar. Wir können einfach zuschauen und anfeuern und applaudieren. Nila hat sich ja einen tollen Song ausgesucht, Naila. Hat ihn zu Hause geprobt. Wie liefen denn die Proben ab zu Hause? Also die Proben liefen zu Hause recht gut. Und das zweitletzte Mal kam sie halt ein bisschen durcheinander, aber dann hat es gut geklappt. Aber die Generalprobe, die kann ja immer in die Hose gehen, dann ist der Auftritt immer gut, das sagt man ja so. Aber hat sie was vorbereitet, eine Choreografie? Kannst du ein bisschen was verraten? Also am Anfang dreht sie sich halt so um und dann guckt sie so. Oh, also es wird auch ein bisschen dramatisch bei uns im Studio. Freue ich mich sehr drauf. Jetzt verrät uns aber Max, welchen Song sie sich ausgesucht hat. Ja, von Offenbach, My Head, My Shoulders, Knees and Toes. Und Offenbach, die sind wahnsinnig erfolgreich, sind zwei französische Produzenten. Die laufen dauernd im Radio, aber die zwei Typen sind wahnsinnig unscheinbar. Ich war mal abends in einem Club und dann saßen da zwei Dudes und auf einmal hieß es, hey, die beiden, das sind übrigens Offenbach. Was bitte, die? Okay, Wahnsinn. Aber coole Typen auf jeden Fall und coole Musik. Vor allen Dingen auf die Idee zu kommen, aus so einem Kindersong, ich habe den mal mitgebracht. Hier, der hier, der klingt ja wahnsinnig lahm, ehrlich gesagt. Aus dem haben die eine richtig coole Partynummer gemacht und ich will jetzt auch Party auf der Bühne sehen. Party auf der Bühne, das also das Motto von Max und ich bin mir sicher, Nila wird das umsetzen. Sie liebt das Reiten, das Klavierspielen und auch die Leichtathletik. Nila, sei unser Clubstar. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to a thousand different stars, to a thousand different arms, till I found you. I've been chasing by a thousand different hearts, to a thousand million hours, now I've Tigerentenclub mit ihrem Auftritt beim Clubstar. Ich bin komplett baff. Woher kannst du denn so gut tanzen? Das war richtig cool. Danke. Also meine Schwester und ich haben uns zu Hause zusammengesetzt und eine Choreo ausgesucht. Und ja, dann haben wir das gemacht. Und es ist richtig anstrengend gewesen, oder? Ja, ein bisschen. Sag mal, dieses tänzerische Talent, kommt das von Mama oder kommt das von Papa? Oh, von beiden ein bisschen. Hat Papa gerade auf sich gezeigt. Also, Papa tanzt eher so lustig und... Wie tanzt denn Papa? Kannst du das vormachen? Ja, das kann ich sehr gut sogar.
Ja, das ist ein lustiger Tanz. Ja. Und wie tanzt Mama? Das weiß ich nicht. Also okay. Meistens auf türkischen Hochzeiten tanzen die so. Und dann läuft Papa so rum. Nee, aber zu Hause manchmal zum Quatsch. Ein lustiger Tanzstil von Papa auf jeden Fall. Super, super Auftritt, Nilay. Du darfst zu deiner Schwester gehen. Jetzt freuen wir uns auf den Auftritt von Mushta. Sie hat sich eine ganz, ganz tolle Künstlerin ausgesucht. Ich finde sie super. Sia, da kann man ordentlich auf der Bühne abgehen. Max, siehst du das genauso? Auf jeden Fall, vor allem zu der Nummer Chandelier von Sia. Ich kenne eigentlich kaum eine andere Nummer, die so viel Energie hat wie dieser Song. Ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und die Performance vor allen Dingen, gerade im Musikvideo auch von Chandelier, da ist dieses kleine Mädchen, Maddie heißt sie, und die tanzt da, stellt sich so einen Türrahmen rein, hat wahnsinnig viele Körperspannung und das ist richtig cooler Ausdruckstanz. Also ich bin gespannt, wie gut Mushta das jetzt auf der Bühne umsetzen kann. Dankeschön, Max. Nur Mushta, wenn du mich hörst, wir haben gerade zwei Notbremsen Rückstand. Also wenn du eine Notbremse holen würdest, wäre das wahnsinnig gut. Mushta, sei unser Clubstar. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one. Good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. Sia, Chandelier auf unserer Bühne. Hey, richtig cooler Auftritt, Mensch. Ich sehe nichts. Hallo. Hallo. Das ist also ja fast die Sia-Perücke, oder? Fast, ja. So, Max. Ausgeliehen. Also, diese beiden Auftritte. A la Bonheur. Was sagst du? Ich habe keine Ahnung, was das heißt auf Französisch, aber wow, ihr habt mich absolut umgehauen. Ihr beiden seid wirklich super. Ich fange mal an mit dir, Mushta, bei den Fröschen. Erstmal, das ist nicht nur fast die Perücke, das sind einfach die Haare von Sia, wirklich 1:1. Ich habe fast das kleine Mädel Maddie auf der Bühne gesehen. Super cool, vor allem die Nummer, wie du dich an den Bildschirm reingeklemmt hast. Und die Körperspannung, auch richtig cool. Und diese Drehung, die machst du auch nicht zum ersten Mal. Weil du Ballett gemacht hast, wie war das? Ja, ist aber schon 20 Jahre her. Ja, aber da ist was übrig geblieben auf jeden Fall. Also fand ich sehr, sehr stark. Und Nila, ich mache bei dir weiter bei den Tigerenten. Auch mega cool. Und ich würde sagen, das, was Mushta vielleicht so ein paar Stellen an Körperspannung gefehlt hat vielleicht, sei mir nicht böse, Mushta, das hast du auf jeden Fall mitgebracht. Also es war richtig, richtig cool. Und vor allen Dingen, was mir echt gefallen hat, der Ausdruck in deinen Augen. Es ist so, so stark. Von daher Notbremse für die Tigerenten. Vierte Notbremse für die Tigerenten und die Frösche haben die Mushta, das war so ein guter Auftritt. Die Drehung kannst du auch? Wie? Das war der Clubstar, Mushta gibt bei Sia alles. Und es bleibt weiter spannend auf dem Notbremsenkonto und wir sind zurück im Clubraum mit Jam Skating, also tanzen auf Rollschuhen. Nadja zeigt Philippa und mir einen Workshop und wir kommen jetzt mal zum zweiten Level. Genau. Was können denn Fortgeschrittene machen? Heute drehen wir uns einmal. Das heißt, wir machen wie so eine Pirouette eigentlich, wie die Kunstläufer das auch machen, dass man sich einmal so drehen kann. Oh, und okay, sieht bei ihr sehr schön aus. Sollen wir mal gucken? Die Basics dazu. Wir gehen wieder in die Knie. Genau, die Hüfte ist ein bisschen nach vorne geklappt. Die Füße gehen auseinander. Und wir versuchen das jetzt einfach erstmal, dass wir so die Belastung haben. Wir können einmal nach unten gehen, mach mal deine Füße so zusammen. Dann gehen wir nach oben, den vorderen auf die Hacke, den hinteren auf die Spitze. Genau, und wieder zusammen und runter. Schön in den Knien. Da braucht man die richtige Balance. Und jetzt den linken hoch, den linken nach vorne. Sehr gut, und zusammen wieder. Wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr euch auch irgendwo festhalten oder so vielleicht. Oder ihr habt eine andere Person, die euch festhaltet. Haltet euch irgendwo fest, das ist ein super genau. Tipp. Sehr gut. Und damit kann man auch schon tanzen, wenn man das im Rhythmus macht. Und seine Hüfte vielleicht so ein bisschen bewegt. Jetzt kommen wir zur Drehung.
Und zwar belasten wir die Füße genauso. Vorne ist es ein bisschen mehr auf der Hacke, das Gewicht, und hinten ein bisschen mehr auf der Spitze. Die Arme, der linke Arm ist nach vorne ausgestreckt, der rechte gerade weg vom Körper. Der ist nicht hier hinten, sondern hier, genau. Wir gehen schön in die Knie, auseinander mit den Füßen, drehen uns und ziehen die Füße zusammen dabei. Sehr gut. Ey, nicht schlecht. Richtig Danke. Gut. Und die Hände gehen dabei auf die Schultern. Wir müssen darauf achten, dass unser Körper schön symmetrisch Hast ist. Hast du es gesehen? Ich habe es so ein bisschen halb geschafft. Das sah super aus. Ja, viel. Oh mein Gott. Genau. Schön in die Knie gehen, nach unten, drehen. Und langsam können wir das erstmal machen. Es geht nur darum, dass wir die Bewegung einmal verstehen. Philippa, hast du einen Tipp für mich? Keine Ahnung. Warte. Versuch auf der Hacke. Am Anfang ist der Fuß aber noch auf dem Boden. Und erst während der Drehung kann man den langsam hochheben. Oh, echt? Genau. Liebe Nadja, danke für diesen kleinen Workshop. Wir lernen jetzt eine Freundin von dir kennen. Umi Janta ist auch Jamskaterin und auch Influencerin, hat fast 1 Million Follower auf Instagram. Und unsere Tiergarten-Club-Reporterin Greta hat sie besucht und es ist ein richtig schöner Film rausgekommen. Sie ist ein Superstar auf Instagram, Umi Janta. Niemand tanzt auf Rollschuhen so cool und lässig wie sie. Inzwischen folgen ihr fast 1 Million Fans. Und heute ist sie meine Lehrerin, Umi. Hi! Bevor auf den Rollschuhen gedanced wird, kommt das Warm-up. Auch für Umi sind Lockerungsübungen vor jedem Video extrem wichtig. Wie lange wärmst du dich denn ungefähr immer so auf? Normalerweise immer 30 Minuten, aber wenn es schnell gehen soll, 15, und es hängt total vom Tag ab. Okay. Ich bin ja totale Anfängerin. Mhm. Was würdest du denn so als Anfängerübung mir empfehlen? Also das, was wir gerade gemacht haben, ist eigentlich mega easy für den Anfang. Das hat viel mit Gleichgewicht zu tun, aber auch so ein bisschen Rhythm Feeling, also das bedeutet so wie Rhythmusgefühl. Gar nicht so einfach. Wir üben hier erst die Basics. Um so perfekt zu skaten wie Umi, muss man richtig viel trainieren. Was du machst, nennt sich Jam Skating. Was ist das Besondere daran? Das Besondere daran ist, dass du sowohl auf Rollschuh fährst, aber auch mit den Rollschuhen tanzt. Und was du daraus machst, ist dann die Performance, die daraus entsteht. Und das ist das Besondere daran. Mich begeistert daran, dass ich einfach ich sein kann und in dem Moment einfach im Hier und Jetzt bin und weiß ich nicht, einfach nur Rollschuh fahre oder Jamskate. Und das ist so, ich schwebe in dem Moment einfach und das ist, ich kann abschalten, das ist wie Urlaub. Ja. Und stopp. Ja, drück. Okay, der war gut. Luft, High Five. Ja. Perfekt. Nice. Ja, hoch, runter, hoch, runter. Wenn du das Gefühl hast, du rollst, versuch wirklich, ja. Bei dir sieht das alles so voll locker leicht aus. Was ist denn die Herausforderung am Jamskaten? Ja, danke erstmal. Ich glaube, die Herausforderung ist, dass, also ich kann es nicht wirklich Herausforderung nennen, sondern ich glaube, dass du dran bleibst und dass du Spaß dran hast. Und wenn das gegeben ist, dann machst du auch weiter. Vor einem Jahr bist du einfach über Nacht zum Instagram-Superstar geworden. Wie ist das passiert? Ich habe ein Video gepostet und das ist dann viral gegangen. Ich bin auch mega total überrascht gewesen. Ich hatte mehrere Gefühle. Ich war überrascht, ich war geschockt, ich war mega happy, aber irgendwie auch total verwirrt und ja. Innerhalb von Stunden wird Umis Video von Megastars wie Beyoncé und Alicia Keys geliked und das ging sofort komplett viral. Inzwischen ist Umi ein super Skate-Coach und kann sogar einer Anfängerin wie mir etwas beibringen. Kreuz, steht, Kreuz, steht. Das sind die Voraussetzungen fürs perfekte Skaten. Körperspannung, Balance, ein gutes Rhythmusgefühl und ganz viel Übung. Okay, versuchen wir es nochmal. Für ihre Posts skatet Umi in Parks und einfach überall, wo es ihr gefällt. Und das Ganze nicht nur in Berlin. Inzwischen ist sie ein gefragtes Model und reist durch die ganze Welt. Davon bin ich noch ein ganz kleines bisschen entfernt. Aber Umi glaubt an mich. Zack. Okay, also wir haben jetzt ganz schön viel geübt. Dann können wir jetzt eigentlich mit der Choreo anfangen. Ja. Die Schritte, die ich verwenden werde, die haben wir alle gerade gemacht. Und das wird, glaube ich, ganz easy sein. Schritt, Schritt, Bap, Bap, Bap. Ba.
Stop. Yeah, okay, cool. Nochmal. Jetzt mit mehr Bounce. Wirklich die Zeit nehmen und wirklich ha, ha, ba, ba, ba. Das Ganze sieht bei mir noch nicht so ganz lässig aus wie bei Umi, aber langsam wird's. Ba. Cool. Ich glaube, es ist Zeit für die Choreo. Bist du bereit? Ja. Okay, ja. Dafür drehen wir die Musik auf. Let's go. Okay. 5, 6, 7, 8. Kreuz. Stehen. Dip, dip, ha. Stehen. 1, 2, 3, 4. Yes! Ja, gut. Jamskaten ist so cool und man kann es fast überall machen. Danke, Umi. Kein Problem, ich habe mich mega gefreut. Ich habe jetzt ein neues Hobby, an dem ich noch richtig schön weiterüben möchte. Ja, ciao zusammen. Tschüss. Dankeschön, Greta, und danke an deine tolle Lehrerin, an Umi Janta. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, wer Rollschuhe eigentlich erfunden hat, denn das ist eine ganz schön lange Geschichte. Schon im Jahr 1759 hat der belgische Musikinstrumentenbauer Jean-Joseph Merlin die ersten Rollschuhe erfunden. Der Opernkomponist Giacomo Meyerbeer brachte sie dann richtig groß raus. Für seine Opern ließ er spezielle Rollschuhe anfertigen. Im Jahr 1849 flitzten die Balletttänzer damit über die Bühne. Und so sahen die Dinger aus. Rollschuhe, so wie wir sie heute kennen, gibt es seit 1863. Die Räder waren jetzt paarweise angeordnet und hatten Kugellager eingebaut, sodass sie sich sehr gut beim Walzer nutzen ließen. Gut 100 Jahre später hatte sich die Technik weiterentwickelt. Schuhe und Rollen waren jetzt eine Einheit und machten die Läufer noch beweglicher. Die Leute tanzten zu Disco-Musik und hatten auch sonst jede Menge Spaß. Und so sehen Rollschuhe heute aus im Jahr 2021. Nadja, aus was für Teilen bestehen denn Rollschuhe? Wir haben einmal den Schuh, das ist das obere hier. Du kannst eigentlich aus jedem Schuh einen Rollschuh basteln. Dafür brauchst du nur einen Schuh, dann eine Platte, die du daran schraubst. Und dann haben wir hier noch einmal die Lenkgummis, das sind diese schwarzen Teile. Ja. Und die kannst du weich oder hart haben, je nachdem, was du machen möchtest. Zum Tanzen ist es besser, mit weichen Gummis zu tanzen, da hast du ein bisschen mehr Beweglichkeit. Bei harten hast du mehr Stabilität, das ist für Anfänger ein bisschen besser. Du kannst es aber auch einstellen mit dieser kleinen Mutter, mit der Schraube. Gibt es irgendwelche Unterschiede für Anfänger und für Fortgeschrittene bei Rollschuhen? So? Ja klar, also du hast natürlich die unterschiedlichen Preisklassen. Es ist irgendwie so von 60 Euro bis 1500 Euro bestimmt. Warum muss man so viel Rollschuhe ausgeben? Aber wie viel müssen Anfänger ausgeben und Anfängerinnen, wenn es losgeht? Ich würde sagen so 150 bis 200 Euro. Wir müssen jetzt weitermachen in der Spielarena mit dem Wiss-Quiz. Und wenn ihr zu Hause Fragen habt an Nadja, dann stellt sie im Live-Chat auf tigerentenclub.de. Gleich wird Nadja alle Fragen beantworten. Jetzt ist Köpfchen gefragt, Günther. Ich weiß nicht, ob du da so helfen kannst, aber zumindest hast du Fragen mitgebracht. Wir spielen Wiss-Quiz, es geht um die nächste Notbremse, aber vorher heißt es, wünsch dir was. Denn ihr zwei Tigerenten habt einen ganz großen Wunsch. Welcher ist das? Also, wir wünschen uns einen Hund. Ja, und? Weil Hunde lieben wir vor allem und es uns macht Spaß, mit den Hunden rauszugehen und die sind einfach süß. Aber Papa erlaubt es nicht. Warum? Warum denn nicht, Papa? Weil er nicht mir vertraut, dass ich morgens aufstehe und mit dem Hund rausgehe. Ah, okay, das verstehe ich überhaupt nicht. Und weißt du, was witzig ist? Die Eltern gucken gerade so, weil ich gesagt habe, wünsch dir was. Wir haben ein bisschen recherchiert. Schau mal, lieber Papa, das ist der Hund. Das ist der Hund Pansy. Und wenn man in diese Augen schaut, ich habe mal geschaut übrigens, der ist entwurmt und der ist geimpft. Was ja heutzutage echt ein Pluspunkt ist. Er also, wurmt ja dann. Ja. Hört sich toll an. Wenn er gewinnt, dann ist das Thema nochmal zur Diskussion. Und wenn schauen wir mal. Ja. Okay. Man kann sich mal so in so einem offenen Kreis zusammensetzen. Das ist ein guter Antrieb. Für unser nächstes Spiel beim Wiss-Quiz, ihr dürft gemeinsam spielen, Naila und Nilay. Und wir wollen was machen, hast du Lust? Ihr dürft euch aussuchen, gegen wen ihr von uns antreten wollt. Ja, ja? Gut. Günther darf entscheiden. Günther soll entscheiden. Das ist eine gute Idee. Günther, such dir einen aus. Mu und raus bist du. Ich krieg die Fragen. Das heißt, Johannes muss spielen. Ich muss spielen. Alles klar. Vielen Dank, Günther. Gut, danke. Ich will auch einen Hund übrigens. So, ich zeige euch mal die Themen, die es heute gibt im Wiss-Quiz. Sie lauten: Landtiere, Physik, Basteln, Sport, Wassertiere und Erdkunde. Wie lautet eure Lieblingsrubrik? Ich glaube Wassertiere.
Wassertiere. Und dein? Physik. Physik, ist klar. Dann würde ich sagen, Zufallsgenerator ab. Basteln ist auch voll dein Ding, oder? Nein. Hier kommt eine Upcycling-Idee für kaputte Schallplatten. Aus alten, kaputten Schallplatten macht Lina ganz neue Objekte. Unter der Hitze des Föhns wird das Material weich und lässt sich gut formen. Die ersten Schallplatten wurden aus einem natürlichen Material hergestellt, Schellack. Den macht man aus den Ausscheidungen von Läusen. Später wurde Schellack durch einen Kunststoff ersetzt. Und das ist die Frage. Wie heißt dieser Kunststoff? Wie heißt der Kunststoff, aus dem Schallplatten hergestellt werden? A. Lynil, B. Vinyl oder C. Vinyl? Hast du noch welche zu Hause? Nein, aber meine Oma hatte ganz viele Schallplatten zu Hause. Unter anderem waren da tatsächlich auch so Geschichte wie die Schlümpfe und so drauf. Und die habe ich mal gehört. Und ich meine, das ist Vinyl. Okay, dann loggen wir das ein. Und die richtige Antwort lautet Vinyl. Das ist richtig. Es steht 1-0. Jetzt sind die Tigerenten dran. Und der Zufallsgenerator läuft jetzt. Wassertiere, eure Lieblingsrubrik. Das geht ja schon mal gut los hier. Einen Krake, der Kuchen backt, den gibt's nur im Fernsehen, oder? Schaut mal selbst. Der Krake ist mit allen Armen gleichgeschickt. Aber zum Erforschen unbekannter Gegenstände nutzen die meisten Kraken einen Lieblingsarm. In dieser Geschichte tanzt ein Arm aus der Reihe. Er allein steht auf Schokolade. Die soll unbedingt in den Kuchen. Und dafür lässt er sich einiges einfallen. Mit Kuchen und Schokolade werden echte Kraken im Meer eher selten Bekanntschaft machen. Und dazu habe ich eine Frage. Was fressen Kraken eigentlich? Tja, liebe Tigerenten, was fressen sie denn, diese Kraken, am liebsten? A. Muscheln, B. Karpfen oder C. Flusskrebse? Ihr müsst gar nicht flüstern. Ihr könnt euch erst mal laut beraten untereinander und dann sagt ihr Bescheid. Ich würde A oder B nehmen. Ja, also A weiß ich nicht. Ich glaube aber C. Flusskrebse. Papa. Sollen wir den Joker nehmen? Welchen? Papa. Hilflose Blicke zu den Eltern. Ich wollte den Eltern-Joker ziehen. Ich hätte Muscheln nehmen. Nein, aber komm, bevor wir es falsch machen. Wir nehmen den Joker. Alles klar, wir ziehen den Eltern-Joker. Oh, wie sieht's denn aus, liebe Eltern? Kennt ihr euch mit Kraken aus? Ja, unbedingt. Also diese Frage haben wir uns auch schon immer gestellt. aber wir würden doch tendieren zu A, zu den Muscheln. Alles klar. Was die Eltern sagen, ist gesetzt. Ihr hättet tatsächlich was anderes genommen, oder? A oder C hätte ich genommen. Okay, also wo leben denn die Kraken? Unter Wasser. Im Meer leben die, ja, oder? Im Meer. Gibt es da Karpfen? Nö, oder? Gibt es da Flusskrebse? Auch. Nee, aber Muscheln. Ja. Richtig viele, lecker, das ist richtig. So, Johannes ist dran, der Zufallsgenerator läuft. Sport, das ist doch genau dein Thema, du alter Sportler. Es geht ins Turntraining, diesmal zu Profiturnen. Das ist genau meine Sportart. Also Felix Remuter, er übt fleißig auf allen möglichen Turngeräten. Und eines davon hat einen ziemlich lustigen Namen. Felix braucht fürs Turnen echt viele Muckis. Wenn er sich hier an den Ringen hochzieht oder am Reck schwingt. Auf dem sogenannten Pferd startet seine Übung, sobald seine Füße den Boden verlassen haben. Sie dürfen während der Kür den Boden nicht berühren.
und er muss die ganze Fläche des Geräts nutzen. Und hier ist die Frage. Wie heißt das Pferd mit vollem Namen? Johannes, wie heißt das Pferd, was wir gerade gesehen haben? Also das Turngerät ist gemeint. A, ist das ein Preispferd? B, ein Pfefferpferd? Oder C, ein Pauschenpferd? Ich glaube, ein Preispferd gibt es wahrscheinlich im Reitsport. Das mit dem Pfefferpferd kann ich mal überhaupt nicht erklären. Deswegen Pauschenpferd war C, oder? Genau. Dann sage ich Pauschenpferd. Okay, dann loggen wir ein. C, Pauschenpferd. Und die Griffe an dem Gerät, die heißen nicht Preis, nicht Pfeffer, sondern Pauschen. Deshalb ist das richtig. Sehr gut. Weiter geht's mit den Tigerenten. Hier ist der Zufallsgenerator. Physik. Oh nein, sagt Naila. Vielleicht ist die Frage ja gar nicht so schlimm. Es geht um ein Streichholz. Und die Frage, die kommt von Philipp. Hallo und willkommen im WissQuiz-Labor. Heute ganz im Zeichen des Wassersports. Ich habe hier auch schon eine tolle Schale mit Wasser vorbereitet. Und da möchte ich gleich einen kleinen Wasserflitzer drin rumfahren lassen. Dazu habe ich ein Streichholz hinten so ein kleines bisschen angeschnitten. Und wenn ich das jetzt hier reinlege, dann passiert nichts. Ich brauche noch eine weitere Zutat, damit das Ganze funktioniert. Welche das ist, das will ich von euch wissen. Ich habe hier drei zur Auswahl. Entweder Essig oder Spülmittel oder Öl. Hier nochmal eure Frage. Welche Zutat braucht Philipp, damit das Streichholz gleich herumflitzen kann? Braucht er A, Essig, B, Spülmittel oder C, Öl? Der Elternjoker ist leider schon weg. A oder C. Okay. Essig oder Öl, sagt ihr? Also Spülmittel kann ich mir gar nicht vorstellen. Auch nicht. Weil da geht's okay. Soll ich A oder C einloggen? Ja, okay. Du sagst C, oder? Also, Naila und Nila, wie sieht's aus? Sie sagt C, ich vertraue ihr mal. Alles klar, wir loggen ein. C, Öl und ich habe keine Ahnung. Philipp, du musst es uns verraten. Probieren wir es aus. Ich baue mir zuerst mal zwei Flitzer mit den beiden äußeren Zutaten, Öl und Essig. Gucken, was hier passiert. Ja, die dümpeln da so blöd vor sich hin. Und jetzt die letzte Zutat, das muss ja richtig sein, Spülmittel. Und tatsächlich, auf einmal legt das Streichholz total los, denn das Spülmittel bricht die Oberflächenspannung des Wassers auf. Es bewegt sich das Ganze und der kleine Flitzer setzt sich in Bewegung. Ich flitze es auch mal ab und wünsche euch vorher aber noch viel Spaß beim Weiterrahmen. Tschüss! Tschüss, Philipp. Und das sind leider keine Punkte in dieser Runde. Und jetzt bist du wieder dran, Johannes. Hier ist der Zufallsgenerator. Günther, du musst für mich buzzern. Günther, ich brauche deine Buzzerkraft. Buzzer, buzzer, buzzer. Landtiere. Dank. Dankeschön. Ja. Auf ins Nagelstudio im Zoo. Okay. Mit einem warmen Fußbad fängt es an. Elefantendame Parma bekommt heute eine Kur für die Füße. Eine Pediküre. Sie kennt das schon. Im Zoo hat sie nicht so viel Bewegung wie ein Elefant in freier Wildbahn. Deshalb müssen ihre dicken Nägel regelmäßig gekürzt werden. Elefanten gehen eigentlich auf den Zehenspitzen. Doch weil ihre Füße mehrere Tonnen tragen müssen, haben sie drumherum dicke Polster. Auf denen können sie ganz leise gehen. Und jetzt kommt die Frage: Was denkt ihr, auf welchen Beinen ruht das meiste Gewicht? Wo ruht das meiste Gewicht des Elefanten? A. Es ist gleich verteilt. B. Auf den Hinterbeinen. Oder C. Auf den Vorderbeinen. Also, wenn ich mir so einen Elefanten anschaue, hat er vorne einen Rüssel, der ist riesig, die Ohren, die Zähne und, und. Also, einfach von der Logik her würde ich sagen vorne, weil einfach vorne gefühlt mehr ist einfach. Wobei die natürlich auch echt einen breiten Po haben, die Jungs. Die haben auch einen breiten Po. Nur die Jungs? Und die Mädels auch, glaube ich. Ich sag Vorderbeine, Vorderbeine. Okay, wir loggen das ein. Vorderbeine. Und wenn diese Antwort jetzt richtig ist, dann haben wir das WissQuiz gewonnen. Was mich überaus freuen würde, denn die Tigerenten haben ja schon vier. Es wäre mal nicht so schlecht jetzt, oder? Wenn es nicht stimmt, dann sind die Tigerenten noch mal dran.
Also, du hast es gerade erklärt, wie du auf diese Antwort kommst. Und das war vollkommen richtig. Diese Antwort stimmt. Oh, Gott sei Dank. Das Wiskwiz ist also entschieden. Eine Notbremse für die Frösche. Na, endlich. Gut gemacht. Jetzt haben wir auch mal zwei Notbremsen auf dem Konto. Ich finde, das kann man uns auch mal gönnen. Jetzt liegen nur noch zwei hinten. Ja. Zwei Notbremsen bei den Fröschen, vier Notbremsen bei den Tigerenten. Das war unser Wiskwiz. Und jetzt wollen wir im Clubraum eure Fragen beantworten, die ihr Nadja gestellt habt im Live-Chat auf tigerentenclub.de. Nadja zeigt ein bisschen, was sie kann in der Zwischenzeit. Nadja, Frage von Sophia. Hast du dich schon mal verletzt? Ja, sehr oft. Also ich habe mir noch nie irgendwas gebrochen oder so, aber viele blaue Flecken habe ich schon. Dann ist eine Frage von Luna. Was sagen deine ersten Rollschuhe aus? Oh, gibt es sowas? So Styling? Was sagen meine ersten? Das sind meine mit meiner ersten Rollschuhe. Und die habe ich von DJ Matt. Da hatten die mir zusammengebaut und ich liebe sie. Cool. Frage von Finn. Hast du einen YouTube-Kanal? Und wenn ja, wie heißt der? Nein, leider nicht. Nur Instagram. Könnt ihr finden bei Rollerskate Hamburg. Eine Frage von Zicky Diana. Sie fragt, warum trägst du keine Schoner? Beim Tanzen jetzt gerade würden die total stören, weil ich ja sehr viele Sachen hier auch mit meinen Knien mache. Aber wenn ich in der Rampe fahre oder auf der Straße, trage ich auf jeden Fall alles. Helm, Ellbogen, Hand und Knieschoner. Eine gute Frage von Antonia. Mit wie vielen Jahren sollte man anfangen mit Rollschuhfahren? Wann immer du willst. Also du kannst mit 3 Jahren anfangen, du kannst mit 10 Jahren, mit 20, mit 40, mit 50, mit 60. Nächste Frage kommt von, lass ich mal gucken, oh, von Tammo. Wenn man einen Rollschuh selber baut, kann man da jeden Schuh nehmen? Ja. Du kannst jeden Schuh, du kannst auch einen Sneaker oder sowas nehmen. Es gibt sogar eine, die macht das mit High Heels. Quatsch, das geht? Ja. Dann eine Frage von Auge. Hast du denn noch Tanzmuskelkater? Ja, manchmal habe ich Muskelkater. Vor allem, wenn ich solche Moves hier mache und das öfter mache, dann ist es ganz schön anstrengend auf Dauer. Und eine tolle Frage von Lucy zum Schluss. Hallo Nadja, wann kann man dich in Hamburg in Planten und Blumen auf der Rollschuhbahn Jamskaten sehen? Eigentlich immer, wenn es sonnig ist, komme ich dahin. Bist du jeden Tag unterwegs, ja? Fast. Also wenn die Sonne scheint, auf jeden Fall. Danke, für deine Antworten. Fast hingefallen. Und jetzt geht's weiter in der Spielerarena. Hey, das war knapp. Noch steht unsere Pyramide aus Eimern, aber gleich wird sich das ändern. Und zwar durch dieses Pendel hier. Günther, vielen, vielen Dank. Aber bevor es soweit ist, müssen unsere beiden Spielerinnen durch den Quälgang. Und ich glaube, Max hat sie schon im Griff, oder? Wie sieht's aus bei euch? Ich glaube, ganz gut. Ich schaue noch mal kurz nach Nilay. Bist du bereit soweit? Ja. Das sieht sehr gut aus. Und bei Mushta? Auch okay. Dann würde ich sagen, wir können eigentlich anfangen. Ich bin sehr gespannt auf das Rennen. Es geht los in 3, 2, 1 und go! Komm! Oh, Mushta mit einem leichten Vorsprung direkt auf dem Brett durch. Jetzt ist Mushta so 3 Meter vorne, geht schon über das Haar durch, das D durch. Aber Nilay holt gerade den Vorsprung so langsam auf. Jetzt geht's in den Tunnel rein für Mushta. Mushta ist dann gleich an der Tür, aber die sind fast gleich auf. Oh, ist das spannend. Der Tunnel besonders beliebt bei allen Kniescheiben und genauso sieht es bei allen Gelenken aus, wenn es über die Hangelbrücke geht. Aber Mushta ganz souverän, wobei Nila jetzt aufholt und jetzt geht's auf die Hüftbälle. Da braucht man ordentlich Po-Muskulatur und sieht bei beiden doch hervorragend aus. Es scheint so, als würde am Ende das Pendel des Schreckens entscheiden. Heute in der XXL-Variante. Mushta mit dem ersten. Und Nila auch, da sitzen beide richtig gut. Und jetzt heißt es, die letzten Eimer runterfeuern. Es sind noch 3 bei Mushta und noch 2 bei Nilay. Bisschen hinter die Linie, Leute. Und los geht's. Beide haben noch 2 Eimer jetzt. Mushta 2 und Nilay 2. Nilay noch einen Eimer. Jetzt steht es 1:1. Vorbei! Oh. Hast du mich fast erwischt mit deinem... Entschuldigung, das war so ein Eimer gerade. Ja, also pass auf, ich bin ähnlich leer wie ein Eimer. Bei dir steht noch einer, bei Nila steht eben kein Eimer. Das heißt, verdiente Notbremse für die Frösche. Ticket. Die
Tigerenten wollen uns heute unbedingt fertig machen. Und das machen sie bisher auch ziemlich gut. Jetzt geht es um die nächste Notbremse. Genau genommen die letzte, die brauchen wir gleich im Finale. Wir sind beim Kletterduell. Und die Tigerenten starten gleich. Es geht einmal quer durch den Klettergarten. Wir stoppen die Zeit. Und danach muss Johannes diese Zeit toppen. Es geht los in 3, 2, 1, go! So, Milay sprintet los. Das sieht ziemlich lässig aus. Jetzt der große Tarzansprung. Jawohl, sehr gut. Wir sind jetzt bei 15 Sekunden. Jetzt wird es super wackelig. Aber Naila hat eine gute Körperspannung. Sehr gut, Naila, das machst du richtig klasse. Wir sind mittlerweile bei 35 Sekunden. Das ist aber auch, finde ich, der schwierigste Part, darüber zu steigen. Kostet viel Kraft. Du hast es fast geschafft, dann nur noch durchs Kletternetz und dann bist du im Ziel. So, wir knacken gleich die erste Minute. Jawohl, sehr gut. 60 Sekunden, Naila. Komm schon, du bist fast im Ziel. Jetzt noch mal alles geben. Das geht noch mal ordentlich auf die Arme. Aber Naila macht richtig große Schritte. Respekt. Oh, gleich hat sie es geschafft. Da vorne wartet die Glocke auf sie. Das ist das Zielsignal. Und dann stoppen wir die Zeit und Johannes ist dran. Komm schon, die letzten 2 Meter und dann bist du im Ziel. Jawohl! Sehr gut. 1 Minute und 33 Sekunden. Eine Spitzenleistung, Naila. Du kannst jetzt mal kurz durchatmen und dir die Performance von Johannes anschauen. Der ist nämlich jetzt dran. Und bitte, bitte hol uns doch noch diese eine Notbremse. Wir können sie im Finale echt gut gebrauchen. Johannes, es geht los in 3, 2, 1, go! Viel Glück! 1 Minute 33 gilt es zu schlagen. Das war die Zeit von Naila gerade. Wow. Und das ist ja meiner Meinung nach der schwierigste Part, weil es so unfassbar wackelig ist auf diesen Röhren. Gut festhalten, Johannes! Oh nein, ich muss andersrum! Oh nein! Jetzt natürlich wertvolle Zeit verloren. Wir sind jetzt gleich bei 1 Minute, Johannes. Und zwar, ich kann keinen Spagat. Komm schon, weiter mit dir. Rüber ans Spinnennetz. 50 Sekunden. Ich glaube, da lassen langsam die Kräfte nach. Aber er kämpft sich durchs Spinnennetz. 40 Sekunden. 35. Komm schon, Johannes. Eine Notbremse noch. 30 Sekunden. So, die Hälfte hat er geschafft. Jetzt noch über die Wackelbrücke und der Tarzansprung. Gleich nur noch 20 Sekunden. Was machst du denn da? Warte mal, mein Seil, Mann. 15, komm schon. Eieiei, das wird eine ganz knappe Kiste. 10 Sekunden noch. Er springt und ist im Ziel. Oh. Nein, er bleibt unten. Nein, das geht nein. Nicht. Nein. Nein. Und die Zeit nein. Vorbei. Oh. Es war so knapp, es war so knapp. Und dann ist Johannes zurückgehängt geblieben. Er ist übrigens immer noch in der Luft. Ich werde ihn gleich befreien. Aber zunächst einmal Notbremse für die Tigerenten. Toll. Das war die letzte Notbremse und ich habe keine Chance im Klettergarten. Die Mädels holen sich die letzten 2 Notbremsen. Das heißt, sie haben einen super Vorsprung für das große Finale. Jetzt kommt der wilde Ritt auf der Tigerente und die Frage wird beantwortet, wer hat die Nase vorn? Tigerenten oder Frösche? So, dann kommen wir zum großen Finale. Ihr beiden, aufgepasst. Bitte auf gar keinen Fall mit beiden Händen festhalten. Liebe Tigerenten, ihr habt super viele Notbremsen. Mhm. Setzt sie alle ein. Mushta, wir müssen ein bisschen zocken. Wir kriegen das hin. Also, es geht los in 3, 2, 1, go! Wir haben 2 Notbremsen, die Tigerenten haben 6.
Deswegen musst du erstmal 3 Minuten 30 reiten und dann ziehe ich ein. Du meldest dich, Muschta. Ich schaue ein bisschen, was sonst passiert. Naila macht das ganz locker. Muschta, mach nicht diesen mit mir. Nee. Vertrau mir. Ich kenne dich. Du bist eine Maschine. Du bist eine Maschine. Du bist eine Maschine. Du bist Muschta, die Maschine. Nee, du kannst. Bitte nicht. Du machst. Guck mal, wie gut du das machst. Du machst das so gut. Oh. Wir haben aufgeholt. Nein, wir haben nur noch eine. Beide Teams noch eine Notbremse. Die gönne ich dir, Muschta. Keine Nala, Notbremse halt mehr. Lass dich ran. Nein. Muschta. Du hast es geschafft. Alles gut. Mega gut gemacht. Was ein Ritt. Alles gut. Naila, ist überhaupt nicht schlimm. Lass den Kopf nicht hängen. Ihr wart so ein super tolles Team. Wirklich. Für die Tiger-Elfen gibt es heute den Silberpokal. Dürft ihr euch nehmen. Und natürlich auch Medaillen dazu. Naila, du darfst jetzt nicht traurig sein. Du musst dich freuen, dabei sein ist alles. Ihr habt es uns so gezeigt. Ihr hattet so einen krassen Notbremsenvorsprung. Danke fürs Mitmachen und wir unterstützen mit 400 und 600 Euro die Projekte der SWR und SR Herzenssache. Guter Ritt. Ihr seid so cool. Das hat großen Spaß gemacht. Nicht jetzt den Kopf hängen lassen. Der Notbremsenvorsprung, er war riesig. Am Ende hatte Muschta ein bisschen mehr Glück auf der wilden Tigerente. Dieses Mal haben die Frösche die Nase vorn bekommen, Gold. Glückwunsch trotzdem an die Tigerenten. Und das war's für heute im Tigerentenclub. Danke an unsere beiden tollen Gäste. Danke an dich, Philipp. Du hast das mega cool gemacht. Dankeschön. Und du wolltest doch jemanden grüßen. Ach so, ja. Kayla und an deine Mutter. Viele Grüße an uns. Grüße gehen raus. Und Nadja, danke an dich. Sag mal, wenn jetzt jemand Lust hat auf Jamskaten, er sieht dich in Hamburg. Wie ist das? Einfach ansprechen. Einfach anquatschen und dann rollen wir zusammen. Mega Spaß mit euch beiden gemacht. Von mir gibt es natürlich noch eine kleine Tigerente. Yeah. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Nadja. Dankeschön. Und wir sehen uns nächste Woche wieder im Tigerentenclub. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.